So, willkommen zurück zu Binding of Isaac. Eine ganz spontane Aufnahme hier von mir. Es ist momentan 0:48 Uhr. Ich bin soeben nach Hause gekommen und habe mir gedacht, komm, jetzt kurz vorm Schlafen gehen, gönnst du dir noch eine Runde Binding of Isaac und nimmst mal eine Runde auf. Und beim letzten Mal haben wir, glaube ich, mit Samson gespielt, wenn ich mich nicht recht erinnere. Und deswegen würde ich sagen, spielen wir einfach nochmal mit Samson, denn mit Samson haben wir komischerweise noch gar nicht durchgespielt. Also die Mutter haben wir zwar schon bezwungen, aber noch nicht, ja, wir sind noch nicht durch das Sheol oder die Kathedrale, geschweige denn die Kiste gekommen. Was gibt's zu Samson zu sagen? Eigentlich nicht viel. Er startet mit dem Bloodlust-Item. Oder Bloody-Lust-Item. Es ist so ein Stirnreif für jeden Gegner, den wir im Raum töten. Erhöht sich unser Schaden für diesen Raum. Startet mit einem roten Herz, einem blauen Herz. Ich blende mal einmal den Schaden ein. Zwei Speed. Also zwei Movement Speed. Zwei Ein-Shot-Speed. Zwei Schadenspunkte und ein Range. Ist jetzt nicht wirklich der Hit. Also da geht auf jeden Fall eine ganze Menge mehr, aber dadurch, dass wir dieses Bloody Lust Item haben, können wir natürlich schon eine ganze Menge an Schaden raushauen, wenn wir genug Gegner in einem Raum haben. Aber dazu brauchen wir natürlich erstmal eine Menge Gegner und die müssen wir natürlich alle töten. Bei Bossen bringt er auch nicht im, bringt das Item auch nicht immer was, muss man leider dazu sagen. Natürlich, wenn man einen Boss hat, der fliegen spawnt, zum Beispiel wie der Duke of Flies oder auch einen anderen Boss, der Gegner droppt, Gegner spawnt, dann ist er ganz cool. Aber bringt leider nicht bei jedem Boss, was? Das ist ein bisschen schade. Umbilical Cord, dieses Trinket, was wir gerade eingesammelt haben, das erhöht, glaube ich, die Chance, lass mich nicht, keine Ahnung, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Oh, wir haben eine Bombe, das ist schön, dann können wir nämlich gleich direkt den blauen Stein hier aufsprengen. Und das machen wir auch direkt mal. Zack, vielleicht ist der Rock drin. Och, ein Schlüssel. Na gut. War jetzt nicht so das, was ich erwartet hatte. Ich hatte gedacht, vielleicht kriegen wir noch ein blaues Herz. Der Schlüpper, den wir vorhin aufgesammelt haben, da dieser Mom's Underwear, der gibt uns hier ein bisschen Range hoch. Man sieht, jetzt haben wir jetzt zwei Punkte anstatt einen vorher. Ja, ist nicht schlecht, aber auch nicht so das Super-Item. Gehen jetzt einfach mal direkt zu Larry. Larry, Larry. Ja, Larry braucht man, glaube ich, nicht viel erklären. Ist so ein kleiner Wurm. Scheißt ab und zu auf den Boden. Und ja, wir müssen einfach versuchen, ihm auszuweichen und ihn natürlich zu töten. Er kriegt Schaden. Ja, wir kriegen auch Schaden, indem wir uns von ihm treffen lassen. Das geht natürlich auch. Nach einem gewissen Schadenspunkt verliert er auch Segmente von sich selbst. Man sieht schon, der eine Larry ist ein bisschen kleiner. Da man sieht, zack, da platzt er einmal auf. Und dann kriegen wir auch dieses Bloody Lust Item übrigens, was ich sehr schön finde. Muss natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht so hart getrollt werden hier von dem kleinen Bob. Ah, wir sollten aufpassen. Ach, guck mal an, wir haben den Steve gespawnt. Das wusste ich zum Beispiel auch noch gar nicht, dass wir Steve spawnen. So, jetzt sollten wir mal gucken, ob wir hier nicht noch sterben nachher bei Larry. Das wäre ein bisschen sehr peinlich. So, wir haben es geschafft. Und wir kriegen in den 8-Ball. Der 8-Ball gibt uns ein bisschen Attack-Speed. Ist ganz cool. Und die Karte The Lovers. The Lovers spawnt zwei rote Herzen. Da wir momentan aber nur ein rotes Herz haben, bringt es uns relativ wenig. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir jetzt bald mal ein Herz. Unser kleiner Steven ist wieder weg. Unser Little Steve. Kriegen wir anscheinend immer, wenn wir ein halbes Herz haben. Wusste ich jetzt auch gar nicht, dass das so ein Nebeneffekt von dem Bloody Lust Item ist. So, hier können wir natürlich auch mal reingucken. Was haben wir hier? Der Kompass. Ja, natürlich, den nehmen wir natürlich mit. Ohne Frage. Oh, das ist natürlich kein besonders einfacher Raum, aber das sollte gehen. Gerade weil wir hier in dem Kampfraum, das darf man auch nicht vergessen, der Kampfraum, der Schaden, der resettet sich nicht. Das heißt, wenn wir einmal Schaden hoch haben, durch unser Bloody Lust Item, bleibt er auch hoch für diesen ganzen Kampfraum. Das heißt, wir können diese ganzen drei Ebenen mit ziemlich viel Schaden meistern und das ist eigentlich ziemlich cool. Oh, da sind sogar nur zwei Ebenen diesmal gewesen. Und jetzt haben wir einen schönen Kompass, können sehen, wo wir überall hin müssen. Und das ist doch mal ganz cool. Dann gehen wir nämlich direkt mal auf dem besten Wege. Oh, okay, warte mal, das ist mir gerade ein bisschen zu kackendreist, wenn ich jetzt... Ey, warum bin ich in die Flamme gerannt? Naja, gut. Egal. Wir gehen direkt mal auf dem besten Wege zum Schatzraum, würde ich sagen. Denn der ist hier unten. Die Viecher, die können wir auch ganz leicht killen. Wir haben ja noch in dem einen Raum noch ein Herz. Karte The Lovers ist jetzt sowieso nicht der Oberknaller, würde ich mir jetzt einfach mal sagen. Also, ich denke mal, es war schon ganz okay, dass wir das benutzt haben, jetzt das Item. Zack, komm her. Oh, ich werde mal, glaube ich,
eben kurz was machen. So, weiter geht's auch schon wieder. Es hat nämlich gerade ein klein wenig geruckelt. Oh, dieses Item habe ich ja schon einige Male angekündigt. Denn es ist der Wafer. Der Wafer. Damage Resistance. So, mit dem Damage Resistance Item. Ist das ein Blaustein? Ja, das ist ein Blaustein. Mit dem Damage Resistance Item haben wir nämlich die Möglichkeit, oder nicht die Möglichkeit, ab sofort macht die untere Ebene uns, also die ganz unteren Ebenen, nur noch ein halbes Herz Schaden pro Schadenspunkt, den wir kriegen. Und das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Denn wir kriegen dann in der Womp nur noch ein halbes Herz Schaden. Das ist, erleichtert uns auch auf jeden Fall eine Menge. Denn auch der Boss zum Beispiel, Isaac oder das blaue Baby oder auch Satan selbst, machen uns nur ein halbes Herz Schaden. Die machen uns natürlich auch noch ein halbes Herz Schaden. Diese doofen Fliegen. So, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir bräuchten natürlich noch ein cooles Item, dann wäre man nicht schlecht. Gut, der kleine Jiminy. Ich bin mir gar nicht sicher, was der für ein Item droppt. Ich glaube, oh, der ist sogar in einer versteckten Form, sehe ich gerade. Ich weiß gar nicht, was der jetzt hier kann, in der etwas bläulichen Form. Da müsste ich, keine Ahnung, lass mich einfach überraschen. Bis jetzt macht er noch nicht irgendwie was Besonderes. Hält natürlich ein bisschen viel aus irgendwie. Aber wir haben auch noch wenig Schadenspunkte. Haben natürlich ein bisschen Attack Speed hier durch dieses Magic 8-Ball-Item. Das ist ganz okay. Dieser kleine Klops, der da hinten dran ist, der schießt ab und zu mal. Er sprengt sich nach einer Zeit auch weg. Oder was heißt, er sprengt sich weg? Er reißt sich von dieser Art Nabelschnur, könnte man sagen. Reißt er sich weg. So. Und dann fliegt er uns hinterher. Ist aber ziemlich langsam. Also in der Version gefällt er mir ganz gut. Denn normalerweise ist dieser kleine Typ hier nämlich ganz schön schnell. Und ja, das ist ganz schön schwierig, da den auszuweichen. Gerade wenn man so ziemlich langsames Move Speed hat. Aber jetzt können wir den ganzen locker flockig hier wegtöten. Zack, zack, zack. Man sollte natürlich aufpassen, weil man sieht ja schon, wenn man ihn anschießt, er bewegt sich immer ein bisschen komisch. Da muss man natürlich gucken, dass man da nicht aus Versehen in ihn reinlatscht. Aber das passiert uns jetzt hier nicht. Zwei blaue Herzen und noch ein Squeezy-Item. Da kriegen wir nochmal zwei blaue Herzen. Sehr schön. So, dann gucken wir mal hier. Den Fehler mit diesem roten Herz machen wir nicht nochmal, denn wir wissen ja, wenn wir uns dran ans letzte Mal erinnern, wenn wir zwei rote Herzen nicht haben und aber ein zwei rotes Herzen-Item haben wollen, dann tauscht ihr alle Herzen ein. Also auch die blauen Herzen sind dann alle komplett weg. Und das wollen wir diesmal auf jeden Fall nicht haben. So, mit dem Wafer können wir natürlich ein bisschen dreister jetzt mal spielen. Oh, das ist ja schön. Ich hoffe, wir kriegen jetzt mal hier einen Schlüssel. Na komm, wir gehen auf jeden Fall mal in... Ja, gut, wir gehen auf jeden Fall mal in den Sündenraum rein. Und da haben wir Guppies Head. Gut. Guppies Head, damit spawnen wir zwei bis... Oder eine bis fünf maximal Fliegen. Können wir einmal im Raum benutzen. Zack. Wenn der Raum resettet wird, oder wenn wir den Raum geklärt haben, können wir dieses Item sofort wieder benutzen. Ist also ein ziemlich cooles Item. Den Shop können wir nicht aufmachen. Wir könnten nochmal gucken. Ja, das machen wir, glaube ich, auch mal. Ob wir vielleicht mal so einen kleinen Secret-Raum finden. Der könnte zum Beispiel... Zum Beispiel könnte der hier sein. Da gucken wir. Okay. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber gut. Unsere Fliegen haben anscheinend die Bombe hinterhergezogen. Also sehe ich auch zum ersten Mal. Naja, wir haben eine Bombe geholt wieder uns und drei Münzen noch dazu, weil wir den Automaten weggesprengt haben. Hier könnte vielleicht noch ein zweiter Secret-Raum sein, aber... das will ich jetzt nicht rumprobieren hier. Ich habe eh nur noch eine Bombe. Die hebe ich mir dann lieber noch für die nächste Ebene auf. Also ich bin mal sehr gespannt. Denn den Wafer hatte ich selber noch gar nicht. Habe ich mir schon immer mal gewünscht in einem Game. Weder in der Aufnahme noch in einem normalen Game hatte ich den Wafer schon mal. Das heißt, ist also auch für mich das erste Mal jetzt hier. Und ich bin mal gespannt, wie sich das so in den unteren Ebenen auswirkt. Weil das da ja schon ganz schön happig ist, wenn man da mal getroffen wird. Zack. Immer Guppies Head sofort benutzen. Hier werden wir uns mal eben kurz den Schlüssel holen, damit wir in den Schatzraum reingehen können. Her damit. Zack. Was haben wir hier? Die Feder. Da dürfte Crack in the Sky sein. Das Item spawnt so kleine Lichtkegel, die machen Schaden an Gegnern. Die machen sogar ziemlich viel Schaden. Ich glaube, das werden wir mal mitnehmen. Wobei Guppies Head natürlich auch ganz schön geil ist. Aber wir nehmen jetzt mal hier Crack in the Sky mit. Ich kann das ja mal gleich aktivieren hier, wenn wir beim Boss sind. Oh, der Schuss ging aber ganz schön komisch hier. Der flog ganz schön verwirrend. Zack, 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 zack.
So. Sehr gut. Bomben. Wir bräuchten noch einen weiteren Schlüssel. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Also wir gucken mal hier nach. Schlüssel? Oh, Bomben. Okay. Gut. Dann gehen wir mal weiter. So, diese Viecher, die fliegen nur in einen rein. Und, ja, wenn man sie kaputt macht, dann springen sie sich auf und dann kommt so ein Rundumschuss, kann man sagen. Ja, man sieht's. Ist jetzt nicht so wirklich spektakulär. Schlüssel? Nope. Leider kein Schlüssel. Aber wir bräuchten eigentlich mal einen Schlüssel, denn wir haben jetzt auch schon ziemlich viele Münzen für den Shop dann eventuell. Vielleicht könnte da ja mal wieder was Tolles drin sein. Was haben wir hier? Temperance. Temperance ist ein kleiner HP-Automat. Den brauchen wir nicht. Den springen wir weg. Sehr schön. So. Euch mache ich auch tot. Die Zombies habe ich ja auch schon ein paar Mal erklärt. Die fallen immer zu sich zusammen. Und ja, die muss man dann nochmal töten. Die Isaac's Fork, die nehmen wir... Warte mal, ich muss jetzt mal eben kurz nachgucken, was jetzt dieses Trinket bringt. Gut, also die Trinkets sind beide nicht wirklich besonders. Umbilical Cord ist dieses, wenn wir nur noch ein halbes Herz haben, kriegen wir Little Steve. Und Isaac's Fork ist eine Chance, wenn wir einen Raum beendet haben, kriegen wir ein halbes Herz. Das ist jetzt auch nicht so wirklich besonders, aber wir nehmen es einfach mal mit. Jetzt werden wir mal das Item benutzen. Zack, man sieht schon, der macht ganz gut Damage eigentlich. Also rotzt schon ordentlich rein. Gertie brauch ich glaube ich nicht großartig erklären, denke ich mal. Diese Version von Gertie spawnt zum Beispiel nur Viecher. Ist natürlich für uns auch um einiges cooler, weil wir jetzt auch dieses Bloody Lust Item haben. Womit wir natürlich hier ganz ordentlich die Viecher kaputt machen können und gleichzeitig noch Schadenserhöhungen kriegen. Jedes Mal. Zack, das machen wir jetzt auch hier. Ja, das ist doch schon mal schön. So, dann hoffen wir mal, dass der jetzt jemand oh, scheiße. Einfach in die Fliege reingelatscht. Na, triffst du mich mal nicht. Zack, zack, zack. So, was hat er denn gedroppt? Dogfood. Ja, das gibt uns nochmal ein bisschen HP ab. Das nehmen wir natürlich mit. Und dann werden wir uns trotzdem mal noch die anderen Räume anschauen. Dieses Isaac Umbilical Cord brauchen wir nicht. So, dann bin ich mal gespannt. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schlüssel. Das wäre gar nicht mal verkehrt. Mal gucken, ob hier vielleicht ein Secret-Raum ist. Nope. Dann könnte der Secret-Raum könnte auch noch hier sein. Yep, da ist er sogar. Was haben wir hier? Oh, Dead's Key. Was ist denn Dead's Key? Ach, Dead's Key, genau. Dead's Key öffnet alle Räume in diesem, jeden Raum in diesem Raum. Mein Gott, und wir kriegen das Spirit of the Night Item. Ja, super schön. So, ja, bis jetzt ist alles super schön. So, was wollte ich erklären? Genau, das Dead's Key Item haben wir geschafft, indem wir das erste Mal die Kiste geschafft haben mit Isaac. Ist ein Item, das habe ich auch heute zum ersten Mal. Damit können wir nämlich jeden Raum in diesem, jede Tür in diesem Raum, mein Gott, nicht jeden Raum in diesem Raum, sondern jede Tür in diesem Raum aufmachen. Ah. So, wir müssen den mal hier ein bisschen